So, Leute, weiter geht's. Und die 100 Münzen sind dran. Zusammen mit dem Iglu-Stern. Und ich hoffe, ich verkack's nicht. Weil, wenn ich's hier verkacke, dann muss ich nochmal neu starten. Da man auf diese... Oh, shit. Auf diese Gegner angewiesen ist. Und wenn die halt weg sind und man hat's nicht geschafft, dann, ja, kann man nichts mehr machen. Boing! So, wo ist die dritte? Da ist sie doch. Hm. So. Und Trap. Gut. 16 Stück haben wir schon mal. Ich glaube, man kann... Ja, die kann man hier noch holen. Jetzt fall doch mal um. So, hier kann man relativ viel durch die Gegner rausholen. Und im Igel hat es, glaube ich, noch etwa 20 Stück oder so. Wow. Der fliegt hier mal durch die Wand, oder wie sieht's aus? Wow. Komm schon. Megan! Geht das nicht? Das ist ja scheiße. Na egal. Müssen wir halt hier lang. So, und 27 Stück schon. Das ist schon über ein Viertel. Das ist schön. Gut. Ich denke mal, so um die 70 Stück holen wir außerhalb vom Igel und den Rest. Den Rest kann man, glaube ich, drin holen. Dem. So, was haben wir hier? Da wäre ein Leben drin und das ist so eine. Ja. Wo ich schlage, geht's nicht. So. Nein! Oh, shit. Ja, und zack. Gut, hier noch sein Leben holen. Und jetzt noch den Kerl hier. Zack. So, 42 Stück. So, nochmal 3 aufs Konto. So, jetzt gehe ich noch kurz hier den Schneemann rauf. So. Aber ich glaube. Ach, ich glaube, da kann man nur 2 holen. Und zwar die hier. Muss aber nochmal gucken. Ich glaube, im Iglu war nämlich noch ein blauer Schalter. Hm. Ja, egal. Ne, ich denke, mit 50, wenn ich jetzt noch den Panzer hole und dann die roten Münzen noch hole da und dann in die ins Iglu gehe, ich glaube, das sollte reichen. Zack. So, jetzt darf ich sie noch nicht verkacken. Wisst ihr was? Moment. Zack. Safe State. Einfach so zur Sicherheit. Ihr wisst ja, wenn ich ein Safe State mache, dann geht's normalerweise. Den ignorieren wir jetzt. Und den Stern gleich nochmal geholt. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht in die Wand reinfahre. Boah! Was war jetzt mit der Cam? So, Moment. Und zack. Ja. Geht doch. Und genau 70 Stück. Da war ich, glaube ich, nicht schlecht. So. Da war ich, glaube ich, nicht schlecht mit der Schätzung. Zack. Ja, und die restlichen 27, die jetzt noch fehlen, die sollten wir hier locker zusammenkriegen.
Gut, den habe ich. Boah! Mal knallt's einfach mal auf die Nase. Zack. Dim, dim, dim. Dann haben wir die Bombe. Jetzt muss ich gucken. Ja, seht ihr da, das sind so ein, ist ein relativ großer Haufen. Und damit ich die kriege, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkomme, aber irgendwie kann ich zu einer blauen Box, und zwar zu der. Aber wie ging das noch? Kann ich hier einfach rüber jumpen? Ne, hier nicht, aber da, glaube ich. Boah. So, und das Teil noch. So. Und wenn ich nämlich unsichtbar bin, dann kann ich hier durch die Eisblöcke durchlaufen. Und kann die Münzen ohne große Probleme holen. Zack, zack, und da haben wir ihn. Ich frage mich, was wäre, wenn man unsichtbar ist und in der Wand entsteht und dann sichtbar wird. So. Gut, jetzt muss ich darüber zu den Boxen. Ja, hier hat es gleich nochmal Münzen. Wo ist die zweite? Hä? Hat es nicht eine zweite gehabt? Ah doch, da ist sie doch. Zack. Na schade, ich dachte, hier wäre der Stern schon, aber das ist wohl nicht so. So, was willst du hier? Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Okay. So, hier durch den Geheimgang schnell verpissen. Damit wir wieder die Unsichtbarkeit holen können, weil da hinten ist der Stern. Ist mir jetzt irgendwie wieder eingefallen. Zack. So. Und Trap. Gut, damit war die Welt komplett. Und ja. Jetzt habe ich. Die Welt habe ich jetzt. Fliegenpilz muss ich einfach noch die 100 Münzen. Da müsste ich auf dem Stockwerk nur noch die Groß-Klein-Welt da machen, aber auf die habe ich gar keinen Bock. Ah ne, und die Unterwasser, die Stadt Unterwasserwelt-Zeugs hier. Soll ich die machen? Ja, komm, machen wir hier ein bisschen. Folge den blauen Pfeilen. Zack. Gut, die blauen Pfeile. Boah. Zack. Zack. Und zack. Und zack. So, hier ist das cool. Man kann mit diesen Teilen den Wasserstand erhöhen. So. Oh, verdammt. Nein! Wow. Wow. Puh. Gut, die blauen Pfeile. Hä? Was ist damit gemeint? Also, die sind ja gelb hier. Egal, ich lasse mich mal hochkatapultieren. Wow. Und da bin ich wohl zu weit weg gewesen. Gut, machen wir es anders. Na. Oh. So. Zack. Gut. So, hier hat es, glaube ich, noch einen Stern, aber ich weiß nicht, ob. Ich weiß nicht, was mit den blauen Pfeilen da gemeint ist, wenn ich ehrlich sein soll. Also, überall hin kann man die Cam drehen, aber nicht so, wie man sie will. So müsste es doch gehen. Zack. Und ist nicht hier was drin? Ah, aber das war sowieso nicht der richtige.
Das hat ja nichts mit Pfeilen irgendwie zu tun gehabt. Aber egal, wenn wir doch was kriegen, dann ist das schon okay. Suche nach der Spitze der Stadt. Na, was war das mit den Pfeilen? Es gibt hier noch so einen Stern mit Geheimnissen, wie in der Pyramide da, wo man 5 Geheimnisse finden muss. Aber ehrlich gesagt, mit Pfeilen habe ich jetzt nichts irgendwie im Kopf. Ah doch, Moment, ich weiß glaube ich, was das ist. Das war glaube ich... es gibt hier so eine Art Schieberätsel irgendwie. Ah, hier wäre so ein Geheimnis gewesen übrigens. So eine Art Schieberätsel. Wo war denn das nochmal? Da hinten müsste das doch gewesen sein. Und da kann man dann, ja, da sind blaue Pfeile drauf. Ich nehme an, das ist das Zeugs da. Ja. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hinkomme. Dafür muss ich mindestens den Wasserstand mit dem Teil hier erhöhen. Also muss ich... Ah, geh doch weg, du Vieh. Wow. Okay. Ich glaube, hier hat es auch so einen Trick. Je nachdem, wie man ins Bild springt, ist der Wasserstand tiefer oder höher. Bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Zack. Und zack, zack. So. Ja, ich glaube, so kommt man hoch. Trip. So, geht doch. Ja, das ging. Okay, und jetzt hier finde ich es übelst bekloppt. Man kann jetzt hier auf die Pfeile und so quasi rüberfahren irgendwie. Aber wieso macht man es nicht einfach so? Und ich hoffe, das Feuer erwischt mich nicht mehr. Spring! Puh! Okay, gut. Wie viel haben wir jetzt? 4 Sterne oder so geholt? Das ist doch schön für einen Part. Aber ich glaube, ich mache noch eine Runde. Ich glaube, das reicht noch. So, erforsche die Höhen und Tiefen. Ja, jetzt ist das Wasser tief. Dann kommt es vielleicht auf den Stern drauf an. Keine Ahnung, weil jetzt, das weiß ich noch, hier muss man rein. Aber... Moment jetzt, wie war das noch? Man muss das Wasser irgendwie auf das Höchste stellen, glaube ich. Nein, geht nicht. Und dann, wenn man es aufs Höchste gestellt hat, kann man da irgendwie hochschwimmen oder so. Nein, geht nicht. Da muss ich mich wieder hochkatapultieren lassen hier. Oh mein Gott. Nein. Nein. Boah. Puh. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo war denn eigentlich hier der Schalter? Ich glaube, der war der nicht da oben? Zack. Irgendwo hier hat es einen Schalter, um das Wasser zu erhöhen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wo. Zack. Oder war das hier? Hier hat es, glaube ich, einen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Mal gucken. Ja, doch, der müsste reichen.
Jetzt habe ich nur ein Problem, weil ich muss eigentlich den Schalter hier noch drücken. Kann ich den auch so betätigen? Komm, schwimm hier. Nee, geht nicht. Das ist allerdings nicht so toll. Naja. Ja, dann würde ich mal sagen, Mario, geh hier hoch, bitte. Dankeschön. Im nächsten Part machen wir dann den Stern hier fertig und ja, wir sehen uns dann später.